Ja, im Rahmen von Hörsch Live beschäftigen wir uns natürlich auch mit Technik und in unserem nächsten Part wollen wir uns der Pflanzenschutztechnik widmen. Wir haben ja da in den letzten Jahren vieles an neuer Technik gebracht, an neuen Maschinen, an neuen Baureihen. Wir haben gezogene Maschinen überarbeitet, wir haben die Selbstfahrerplattform ins Leben gerufen, haben da mit unserem neuen PT letztendlich den Markteinstieg gewagt und haben jetzt auch diese Plattform erweitert um zwei weitere Modelle. Die wollen wir uns natürlich anschauen und auch ein bisschen verstehen, die Strategie dahinter. Und auf der anderen Seite des Produktportfolios geht es natürlich auch immer um das Thema Dreipunkttechnik. Wie wollen wir uns da aufstellen? Auch da sind wir den Schritt gegangen und das wollen wir uns jetzt intensiv anschauen. Wir haben dazu unsere beiden Kollegen eingeladen, einmal den Jens Fehl und den Maximilian Plappert, beide bei uns im Sales Support beschäftigt und das sind beide die Profis, wenn es um Pflanzenschutztechnik geht. Und wir haben sie einfach mal vorab interviewt und haben uns vorab die Technik mal angeschaut, haben das Ganze aufgezeichnet und werden uns das jetzt gemeinsam anschauen. Und ich würde mich freuen, wenn wir wieder über den Chat ein paar Fragen bekommen, die wir danach anschließend live hier im Studio diskutieren können. Herzlich willkommen zu Hörsch Live 2021. Live vom Sitzenhof möchten wir Ihnen den Produktbereich LEB, also unsere CropCare Pflanzenschutztechnik, zeigen. Mein Name ist Jens Fehl. Und mein Name ist Maximilian Plappert. Wir haben die Neuheiten 2021, 2022 mitgebracht und wollen die kurz mit Ihnen durchsprechen. Jens, du hast die CS für uns dabei. Was genau gibt es denn da Neues? Ja, die LEB CS. Das ist unsere neue Dreipunktspritze, für uns eine absolute Neuheit. Das heißt, wir haben hier unsere Erfahrungen aus Selbstfahrern und gezogenen Spritzen zusammengepackt und haben eine neue Dreipunktspritze entwickelt. Wir möchten mit dieser Dreipunktspritze einen neuen Standard im Bereich der angebauten Spritzen setzen. Das heißt, wir bringen hier unsere aktive Gestängesteuerung Boom Control mit. LEB-CS steht für Compact Sprayer. Das heißt, wir haben hier eine Maschine entwickelt, die kompakt und agil ist, aber gleichzeitig auch sehr leistungsstark sein kann. Leistungsstark heißt, wir haben Arbeitsbreiten von 15 bis 30 Meter mit dabei und Tankgrößen bis 2200 Liter. Des Weiteren stehen 1800 Liter und 1400 Liter mit zur Auswahl. Die Dreipunktspritze besticht dadurch, dass sie sehr nah am ziehenden Traktor baut. Das heißt, wir möchten möglichst viel des Gewichtes an die Schlepperhinterachse bringen, um wenig Hebelkräfte zu haben. Dazu haben wir uns ein paar Besonderheiten überlegt. Zum einen, dass wir bei dieser Maschine auf den Antrieb per Zapfwelle verzichten. Das heißt, die Maschine wird rein über die LS-Hydraulik serienmäßig angetrieben. Man kann dann am Schlepper bequem ein Kuppeldreieck montieren. Man kann die Hydraulikschläuche und den Isobus ganz bequem koppeln, fährt dann zurück, hebt das Kuppeldreieck hoch und hat somit mit wenig Rüstzeit sehr komfortabel die Dreipunktspritze aufgenommen. Bei einer Spritze sind die Gestänge unheimlich wichtig. Die Gestänge sind die Schnittstelle zum Bestand. Da hat sich in den letzten Jahren unsere aktive Gestängesteuerung Boom Control sehr bewährt und deshalb soll sie auch hier in das neue Modell Einzug halten. Die Besonderheiten sind, dass wir eben mit sehr reaktiver, schneller Regelung eine sehr stabile Gestängesteuerung in jeder Lebenslage realisieren können. Und haben hier somit die Möglichkeit, Zielflächenabstände bis 30 cm an den Bestand zu realisieren. Das heißt, wir reduzieren Abdrift, wir erhöhen die Applikationsgenauigkeit und helfen somit zu einem besseren Pflanzenschutz. Dadurch haben wir verschiedene Optionen der Düsenbestückung mit 25er Düsenteilung möglich, genauso wie wir verschiedene Arbeitsbreiten von 15 bis 30 Meter anbieten können. Die werden sehr kompakt hinter der Maschine geklappt und können auch in reduzierten Arbeitsbreiten genutzt werden, genauso wie das einseitige Klappen möglich ist, also für da, wo es wirklich sehr eng zugeht.
Klappen ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil wie man gewöhnt ist von unseren Maschinen, ist unter Verkleidungsklappen das eigentliche Bedienzentrum gut geschützt. Und das möchten wir hier jetzt auch gerne mal zeigen, weil wenn man hier die Klappe öffnet, dann sieht man Bekanntes. Die Einspülschleuse, wie man sie von Gezogener und Selbstfahrern kennt, man sieht, es ist alles aufgeräumt und der Verdacht wird immer laut, hat hier einer der Konstrukteure früher gerne Tetris gespielt. Weil wenn man sich das hier anschaut, sieht man, alles super aufgeräumt. Es ist an alles gedacht. Seifenspender, Werkzeughalter, Klemmbrett für Notizen, eine ausklappbare Leiter ist mit dabei, die auch ermöglicht, dass man sicher an Staufächer und Domdeckel kommt. Und man sieht auch hier mit Einspülschleuse und CCS Pro Außenbedienteil die Komponenten aus den anderen Modellen. Und das ist für uns ein sehr wichtiges Stichwort. Wir möchten ein Pflanzenschutzportfolio mit den Lebfamilien bieten, was es ermöglicht, dass für jeden Betrieb was dabei ist. Egal wie groß der Betrieb ist, egal welche Kulturen im Anbau sind, sondern es soll immer was dabei sein und das ohne Kompromisse. Das heißt, das, was wir bei der kompakten LebCS anbieten, das kann man auch an unseren Selbstfahrern wiederfinden. Und dazu, Max, möchte ich dich bitten, kannst du uns jetzt mal ein bisschen was zu unseren Selbstfahrerfamilien erzählen und was die Gemeinsamkeiten zu den anderen Spritzen sind? Ja, wenn wir uns die neuen Selbstfahrer ansehen, müssen wir eigentlich zuerst mal zurückschauen zum PT. Auf der Agritechnica vorgestellt, die Plattform, der Plattformgedanke des PT mit Frontkabinenkonzept. Und darauf aufgebaut hat sich dann eben der VN-VL. Ein Selbstfahrerspritzenbereich bei uns, der mit dem VN Variable Narrow anfängt. Das heißt hier Spurweiten von 2,25 bis 3 Meter und daran angegliedert dann der VL Variable Large von 2,60 bis 3,50 Meter und dann weitergehend von 3 Meter bis 4 Meter. Schauen wir uns kurz an, was bedeutet das? Auch die Höhe können wir hier in diesen Maschinen verstellen, also nicht nur die Spur, sondern auch die Höhe. Wir können von 1,60 Meter, den wir bei allen Maschinen haben, also VNVL, hoch bis auf 2 Meter Bodenfreiheit hydraulisch oder mechanisch verstellen. Man sieht das sehr schön. Ein erwachsener Mensch kann hier sehr gut und einfach unten durchlaufen. Des Weiteren sind die Modelle auch flexibler geworden. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, 5.000 und 6.000 Liter in PE oder Edelstahl, 8.000 Liter nur in Edelstahl anzubieten. Das heißt, hier kann der Kunde sehr flexibel sich aussuchen, welcher Tank passt zu ihm. Auch bei den Gestängen sind wir sehr flexibel. Das heißt, hier von 24 bis 45 Meter können wir alle Gestänge frei wählen. Somit kann der Kunde natürlich auch auf das bekannte Boom Control zurückgreifen, was wir auch schon bei der CS gerade gehört haben. Das heißt, auch hier bei VNVL Boom Control Pro möglich, um perfekt zu applizieren, perfekt an den Bestand hinzukommen und möglichst wenig Verluste an Pflanzenschutzmitteln zu haben. Wenn wir uns dieses Frontkabinenkonzept jetzt mal nochmal im Detail anschauen, das heißt, die Kabine sitzt vorne, der Tank in der Mitte und das Gestänge quasi als Gegengewicht ganz hinten am Fahrzeug. Das heißt, wir haben eine optimale Gewichtsverteilung, wenn wir das Gestänge ausklappen, also im Arbeitsmodus sind, im Feldmodus sind, von 50% auf der Vorderachse und 50% auf der Hinterachse. Durch diese optimale Gewichtsverteilung haben wir optimale Traktion im Feld. Und für die Landwirte, die noch mehr Power brauchen, die noch mehr Antriebsleistung brauchen, haben wir die Möglichkeit eines High-Power-Gear. Zur Kabine vielleicht nochmal kurze Details. Wir sehen zum einen oben diese schwarze Box, das heißt eine Kategorie 4 Kabinenfilterung, um einfach
möglichst viele Aerosole durch einen speziellen Aktivkohlefilter hier aus der Kabine rauszufiltern, um für den Fahrer natürlich sehr, sehr viel Komfort in der Kabine zu generieren, weil er einfach keinerlei Pflanzenschutzmittelgerüche mehr wahrnimmt. Und wir haben natürlich auch noch ein paar schöne Kleinigkeiten in der Kabine versteckt, die hier natürlich für noch mehr Komfort sorgen. Max, Kleinigkeiten, die für Komfort sorgen. Manchmal sagt man ja, kleine Sache, große Wirkung. Wollen wir uns diese Kleinigkeiten in der Kabine einfach mal anschauen? Kannst du diesen Komfort denn mal zeigen? Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns dieses Kabinenkomfortpaket mal im Detail in der Kabine an. So, hier in der Kabine wollen wir uns mal das Kabinenkomfortpaket anschauen im Detail. Dazu gehören Sonnenschutzrollos auf der rechten und linken Türseite, eine zusätzliche Terminalanbauschiene, wo wir hier großzügigen Becherhalter verbaut haben, wo man auch unten mal Kugelschreiber und alles ablegen kann. Ein Handyhalter, der über kontaktloses Laden verfügt, also hier können wir sehr bequem unsere Mobiltelefone laden. Einen Teppich aus Velour und als Option einen Ledersitz. Ja, Max, bei dir in der Selbstfahrerkabine, da schaut es richtig gemütlich aus. Freilich. Jetzt können wir euch natürlich nur da lassen, wenn euch das interessiert, wenn ihr es auch mal ausprobieren möchtet. Sprecht uns an, wir kommen gerne vorbei und führen euch ein Gerät vor. Und wenn ihr Fragen habt, haut es einfach in den Chat rein. Wir beantworten alle Fragen, die es so gibt. Alles rund um Pflanzenschutztechnik, was euch interessiert. Ja, wir haben Fragen, definitiv. Und erstmal herzlich willkommen, Jens, Max, hier im Studio. Servus. Servus. Ja, starten wir mit unseren Fragen. Jens, Thema Horsch Connect auf der Pflanzenschutztechnik. Bei welchen Maschinen starten wir denn zur nächsten Saison mit dieser digitalen Verbindung? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Das Horsch Connect ist ab der nächsten Saison für fast alle unserer Modelle verfügbar. Einzige Ausnahme bildet da aktuell die LEB AX, die mit etwas anderer Software ausgestattet ist. Aber für alle anderen Modelle, Selbstfahrer, gezogene Spritzen, ist es verfügbar. Okay. Bei der CS kam ja an einer Stelle das Thema Fronttank natürlich auch, um letztendlich das Konzept dann auch final rund zu machen. Was ist denn da die Zeitschiene, die da angedacht ist? Ja, zum einen haben wir natürlich eine Messe vor der Tür stehen. Da werden wir sicherlich weitere Details zeigen. Aber man kann hier und heute schon ganz klar sagen, Zeitschiene ist, Fronttank kommt im nächsten Jahr. Und zwar schweben uns da zwei Behältergrößen vor und auch zwei Varianten. Also für diejenigen, die nur Wasser mitnehmen möchten, ist einmal gesorgt. Aber auch für eben eine Spritze ohne Gestänge. Das heißt, ein Fronttank, der auch mit anderer Technik, sei es ein Transformer, sei es ein Maisleger, kombinierbar sein kann, schwebt uns davor. Sind wir gespannt, was die nächste Saison da bringt. Mhm. Aber das heißt, der Fronttank wird immer dann auch voll integriert ins Reinigungssystem? Genau. Okay, um wirklich vollwertig dann am Ende auch eine Lösung geben zu können. Reinigung, Bedienung, also so, dass es quasi ein kleiner Selbstfahrer wird, als wäre es eine Einheit, ist das Ganze angedacht. Mhm. Max, wir haben den VL uns im Video angeschaut. Wenn wir jetzt an Mais denken, an die Sonnenblumen im Speziellen denken, geht es natürlich auch um das Thema Unterboden und beziehungsweise auch die Radeinhausung. Wie sind wir da aufgestellt? Ja, grundsätzlich gibt es da jetzt mehrere Möglichkeiten. Gerade wenn wir jetzt erstmal das Thema Mais anschauen, da ist erstmal wichtig, dass wir die Halme oder die Pflanzen erstmal teilen, dass die Räder eben hier die Blätter nicht beschädigen. Sobald die Kulturen dann höher werden, also wenn wir dann die an die 2 Meter Bodenfreiheit dann auch benötigen, dann haben wir das, die Möglichkeit eben, dass wir sagen, wir machen die Unterbodenabdeckung noch mit rein, da haben wir quasi eine Plane, die kompletten Unterboden schützt und dann natürlich auch die Räder, die dann komplett eingehaust sind, sodass wir eben die Sonnenblumenköpfe nicht verletzen, keine abreißen oder dann auch beim Mais das Fahnenblatt oder die Fahne schützen. Mhm. Ja, verlassen wir den Bereich, den wir jetzt betreten haben, ein bisschen und gehen es nochmal hin ins Bandspritzen. Das war heute in Vorträgen schon ein paar Mal das Thema. Wo sehen wir denn als Unternehmen die Potenziale des Bandspritzens, also in welchen Kulturen? Mhm.
grundsätzlich erstmal in allen Reihenkulturen, wobei man jetzt diesen Begriff Reihenkultur, denke ich mal, auch weiterfassen muss. Das heißt, von Zuckerrübe, Mais, Sonnenblumen weg, auch natürlich in Gemüsebereiche, wie zum Beispiel eine Karotte, wo wir ja auch feste Darmkulturen oder Reihen haben, die Kartoffel natürlich oder auch rote Beete, überall da, wo wir quasi ein Band erzeugen können zwischen 10 und 18 cm und dazwischen einen Bereich haben, wo wir natürlich auch noch gut mit der Hacke arbeiten können, da können wir über Bandspritzen nachdenken und da macht es in Zukunft auch Sinn. Mhm. Jens, ich habe eine Frage an dich. Wir haben heute in einigen Vorträgen immer das Thema Pulsweitenmodulation gehört. Heißt ja bei uns als Produkt Precision Spray. In welchen Maschinen können wir das heute faktisch anbieten? Aktuell können wir das in der LT, in der GS, in der Tandem, also in den drei gezogenen Modellen mit unserer eigenen Software anbieten und auch in den drei Selbstfahrern, sprich PT, VN und VL. Und für die Zukunft ist das Ganze auch noch für die Dreipunktspritze eben angedacht. Das heißt, einmal komplett das Programm dann auch rund machen. Genau. Um diese Möglichkeit, und das ist das, was wir heute auch ein bisschen rausgearbeitet haben, ja schon riesiges Potenzial für die Zukunft bietet, gerade um Applikationen einfach auch wieder auf das nächste Level zu bekommen. Genau. Ja, vielen Dank an euch beide für den kleinen Einblick. Und mit der kurzen Fragerunde möchte ich ja den Technikteil für heute abschließen. Wir haben heute nochmal einen Live-Talk zum Thema Pflanzenschutz, aber aus einem anderen Gesichtspunkt. Wir wollen uns nochmal darüber unterhalten, wie weit denn Kamerasysteme uns unterstützen können oder gar die Entscheidung des Ackerbauers vielleicht abnehmen können. Ich glaube, das bleibt spannend. Deswegen freue ich mich, wenn Sie nachher wieder dabei sind und uns da auch reichlich Fragen über den Chat schicken.